Tja, Leute, mit dem Gottsein hat sich's in letzter Zeit nicht so. Bei Okami HD, willkommen zurück. In dem verfluchten Dorf Kusa herrscht zwar keine Zone an sich, die einen damaged, ja, aber naja, wir haben halt trotzdem das Problem, dass wir, ja, unsere Pinselfähigkeit nicht nutzen können. Mal gucken, wie lange das so bleibt, ne? Schauen wir mal. Ich guck mich noch ein bisschen hier um, ob man irgendwas dagegen tun kann oder ob wir echt tatsächlich erst doch noch zur Sasa-Zuflucht müssen. Das kann nämlich auch sein, weil wenn es irgendwie hieß, wir haben schon erfahren, das Windmühlenrad muss sich drehen, dann ist ja alles wieder safe, aber ob das so klappt. Warte mal, da, was ist denn? Hä? Da oben ist jemand. Da komme ich nicht hoch. Auch wenn da so eine Blume ist. Ich kann Fähigkeit nicht nutzen. Das ist das Problem. Hier sind wieder so Götter, die alle hier rumbeten und ich buddel einfach mal aus, was hier ist. Da nichts. Diese Stille, ey. Das ist halt immer nur so. Ganz komisch. Unangenehmes Raunen. So, da ist der Schrein, oder? Gott, wird's hier gerade ein bisschen dunkler? Nee. Hier ist der Schrein, hier ist so ein kleiner Tümpel. Irgendwas verbuddelt. Weil buddeln kann ich noch. Buddeln und ausgraben, das geht noch. Aber, oh Gott, guck mal, da kann ich da um die Ecke rum. Da hinten schwebt irgendeine Tür. Was ist das da? Was schwebt denn da hinten? Ach, egal, ich will's gar nicht wissen. Ist bestimmt wieder irgendwo so ein Fail. Hups. So, hups. Oder kann ich mal dashen in der Luft? Da unten an die Truhe komme ich auch nicht ran. Ich kann nichts machen. Ich bin echt aufgeschmissen unter Götterfähigkeiten. Oh, hallo? Fushihime! Ach, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meine Wachsamkeit nachließ und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Wer ist das denn? Oh mein Gott, ein lila Teufel. Toll, und wir sind aufgeschmissen. So ein bisschen. Wir können nur noch. Wir können nur so battlen, Alter. Je. Also ohne Waffen hier catchen. Oh, voll abgeschossen. So. Okay, ausweichen geht aber noch. Komm runter, du Sack. So, ein bisschen Tinte. Mist, hilft aber nichts. Oh, bam! So, in den Boden rein. Mit Kopf in der Erde drin. Was? Kombo 8. Kombo 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Und tschüss. Nochmal ein Kick in die Luft. So. Wir müssen gar kein Gott sein. Was ja? Zu langsam. Was soll ich denn machen? Kann ich anders angreifen. So. Oh, Besessenheit. Hoffentlich. Yeah, das war der ganze Zauber. War schon erledigt. Sehr schön. Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, wie die Dinger hinter dir sich so komisch im Kreis drehen. Es sieht lustig aus, aber keine Ahnung, wie du das machst. Ah, was verdammt nochmal ist passiert, eure Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie, dem Haus Satomi, vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Ja, sprecht weiter, hübsche Dame. Isst und hört zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Keine Ahnung, ob man das immer richtig ausspricht. Priesterin Fusehime. Oh, der Windschrein steht oben auf dem Kamaishi-Berg. Katsegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Oh, Gott des Windes? Der Wind wird von dort, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind, ist er unsere verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen. Sogar die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter all dem. Schreckliches Monster? Was ist hier los? Erzähl uns mehr. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum die göttlichen Winde aufgehört haben. Es ist dieses schreckliche Monster. Rothelm! Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm, seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte,
Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Was? Wer? Unsere einzige Hoffnung, Rotem zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient, aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Oh. Oh, yeah. Das kenne ich auch noch. So ein schöner Talisman. Erhalten. Der Hundesucher. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in die Nähe bringen. Nutzt ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlasst es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Amy. Ist schon, ey, du oller Lappen. Ich kletter wieder rum, schön, richtig schön schlitzen. Zack. Und Lackwaren-Set. Sehr schön. So, jetzt wo ich hier wieder ein bisschen was machen kann, kann man sich das Dorf genauer angucken. Ja, ich ignoriere nochmal schnell den Sucher und achte nur auf die anderen Dinge. Oh, es ist wieder Tag. Jetzt sehe ich nichts mehr leuchten. Egal. So. Ja, was zum... Ja, eine weitere verstreute Perle. So. Nochmal hier schön umgucken. Und dann auf jeden Fall noch ein paar kleine, Dings zum Blühen bringen. Wo jetzt eigentlich hin? Jetzt eigentlich zum Schreien? Wartet mal, ich weiß ja, dass hier noch eine Truhe war. Da nehme ich im Wasserschlitz. So, was ist da drin? Oh, ein schöner Anhänger. Libellenperlen. Sehr schön. Einzigartig geformte Perle, die in vielen Farben leuchtet. Na, ist doch schön. Bringt an sich nur Geld. Okay, jetzt kann ich mich auch an den Dinger da wieder festhalten. Ich glaube, das bringt alles gar nichts, weil da oben müsste auch eher mit Wind gearbeitet werden, glaube ich. Den Gott des Windes, Leute, den müssen wir auf unsere Seite ziehen. Sonst können wir das alles vergessen hier. Oh, guck mal, wir sehen von hier aus Nippon, dass die Taka-Ebene von hier aus aussieht schön. Ach, das ist so schön. Willst du noch irgendwo anders hin? Nee, direkt einfach da nach oben. Wundert sich natürlich auch Kinder, dass so irgendwelche Blüten rumfliegen. So, oder vielleicht sehen auch nur wir die wieder, ne? Ist ja klar. So, Hallöchen, wer bist du denn? Wache, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal sehen darf. Mein Großvater sagte, er hätte eine Art Insel in der Luft schweben sehen, aber das ist unmöglich. Ach was, das, was wir vorhin gesehen haben? Hallo? Mein Großvater sagt, es gäbe da oben ein Land, das man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen all diese großen Götter leben. Aber ich weiß nicht, ob das hört sich alles so ein bisschen weit hergeholt an, wenn du mich fragst. Okay. So, dann freuen wir mal. Oh Gott, ja, hier sind ja Affen oben drauf. Gar nicht gesehen, dass hier Äffchen sind. Kleine Äffchen, Leute. So, habe ich jetzt genug Punkte endlich mal für ein weiteres Tinten-Level-Up? Jawohl, aber ganz genau. Ganz genau. Da habe ich genug Tinte, Leute. Mache ich einfach noch einen zweiten Magen, weil ich finde hier so viel Essen. Oder Geld wieder, ja. Aber ne, Geld noch nicht, nee. Da haben wir noch nicht mal die andere Null angefasst. Tinte, brauche ich so viele Tinte? Tinte ist immer gut, aber ich würde irgendwie auch meinen zweiten Magen erstmal machen wollen. Ja, warum nicht? Weil ich finde die ganze Zeit Essen und mein innerer Magen ist die ganze Zeit voll. Er wird eh nicht gebraucht. Ich weiß, aber irgendwie, weil das so teuer, da möchte man... Oh nein, es ist schon wieder ein Blockkopf, Typi! Was willst du denn? Oh, ich bin Blockkopfmann! Ich brauche diesen Ort, so dass alle passieren können. Warte mal, nee, niemand darf hier passieren. Hä? Habt ihr die schon mal irgendwo gesehen? Wovon redest du da? Ich bin der einzig wahre Blockkopf. Und jene, die etwas anderes behaupten, die kriegen eine in die Fresse. Ja, versuchst du meine wasserdichte Verteidigung zu durchbrechen, aber das klappt nicht. Nichts kann mein Körper auch nur zerbellern. Natürlich habe auch ich Schwachpunkte. Ein sauberer Treffer dort würde mich erledigen. Aber ich bin nicht dumm genug, diese Blutung zu entblößen. Jetzt verpiss dich, Mann. Ja. Warte, kann ich mal kurz hier dich kurz benutzen als Trittbrett? Ich muss hier mal hoch. Da oben ist nämlich was mir sehr gefällt. Doch, tatsächlich. Da oben ist nämlich ein Glückskleeblättchen. Ah, komm ich da hoch? Wartet mal. Nicht, dass ich jetzt hier aus den runterrutsche. Okay, einfach nur einen großen Bogen machen. So. Ja. Bum, 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 bum. Na. Ja, 5
Punkte. Ja, komm, ich mach mal 300. Dass ich schon richtig schön viel habe, denn. Ich mach mal den sicheren Weg. So, noch ein weiterer Blockkopf. Der sollte aber auch noch einfach sein. Üsch! Hoffe ich mal. So, wie viele Punkte hat der? 1, 2, 3, 4. Okay, das müsste klappen. Warte. Also, ich glaube, man muss so die richtige Reihenfolge machen. 1, 2, 3 und 4, ne? Yeah! Oh, meine Schwachpunkte sind so offensichtlich. Scheiße, ich hab mich versagt. Aber lass es nicht bekannt werden, okay? Ich bin wie ein Krieger gestorben. Okay. Geil. So, ist hier sogar vielleicht so ein Hund drin? Muss ich hier so ja lang? Oh, nee, hier gibt's noch nicht Erfahrungspunkte und vielleicht eine Perle? Nee, ein Bullenhorn. Dekoratives Zubehör, hm. So, als ob hier unten... Als ob hier Kleeblätter wachsen können. Hier gibt's kein Sonnenlicht. Egal. Es gibt aber Punkte für mich. 5 Stück. Und vielleicht nochmal 5 Stück. Ja, so. Das ist hier nichts. Ja, einfach bloß echt so eine kleine Secret-Ecke. Oh man, ich habe ja schon erzählt beim ersten Blockkopf, ne? Ich habe keinen Bock, ey, auf den letzten. Der ist zwar auch mega optional, aber... Ach. Ja, ich werde ihn natürlich versuchen, ne? Ich muss es tun, aber... Das war so übel. Ja, merkt ihr 12 verschiedene Punkte in der richtigen Reihenfolge. Mega schnell, bitte. Sonst fail. So, wo bin ich denn jetzt hier? Wo kann ich denn überhaupt langrennen? Oh Gott. Okay, aufs Dach jetzt fahre ich nicht. So, dann waren doch hier irgendwo noch mehr Kleeblätterchen. Kleeblätterchen. Ich weiß, wo ihr seid. Ja, ich bell euch an. Warte, hier war eins hinter Susano. So, genau. Ah, ist es noch draußen. Zack. Nochmal 5 Stück. So, denn hier nochmal 5 Stück. Und ja, zu Bambusman muss ich nicht nochmal. So, was mache ich denn da? Erstmal rausbuddeln. Zack. Ich sagte. Zack. Okay. So, welche Tiere? Ah, jetzt kann ich... Ah, hier auch. Oh, guck mal hier, Eichhörnchen. Das Eichhörnchen? Nee, warte. Nee, warte. Was wollt ihr jetzt essen? Fisch. Okay, dann... Nee, das ist, na, ein Marder oder ein Dachs oder ein, was weiß ich, eine Eichhörnchen-Marder-Dachs-Kombo? Ach, kein Plan. Jung, 6 Punkte. Ich glaube, da ist der Magen ja so gut wie erledigt. Ach, guck mal, hier ist sogar der... Hier geht sogar das olle Ding hin. Gut. Der Hundesucher. Na, voll eingesperrt. Was zur Hölle? So, die kann man auch füttern, tatsächlich. Und das sollte man auch tun. Weil es sind halt echt... Es sind halt auch Hunde, ja. So, muss ich mit dem reden? Ja, okay, zuhören geht erstmal nur. Dann kann man... Ich glaube, denn jetzt noch nicht. Dann muss man die aber später... Muss man die füttern. So. Oh, voll getroffen. Hundi, alles klar? Ey, was macht denn der Hund hier? Hm? Ich glaube, der versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören. Ich kann einige Tiere verstehen. Er wedelt mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hä? Was ist das? Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Güte. Wir haben ihn gerade erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Okay, haben wir natürlich. Komm erstmal mit hier. Ich hab was zu essen, aber... Gib mir was zu essen, bin hungrig hier. Meine Güte, ey. Wir haben ihn gerade entdeckt und schon schlechte Manieren hier. Okay, aber muss ich das einfach per Hand denn machen, oder was? Sachen. So. Achso, okay, ja, benutzen. Boah, Alter. Alter, richtig riesiger Hund. So, genau. Das zählt jetzt auch als Erfahrungspunkte Booster und zählt auch in die Kategorie Hund hinein. Jawoll. Swoot. Sehr schön. Ich bin satt. Mein Herrin Fusihime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Die Wand war ja auch zugemauert. Hast du das gehört, Amy? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern, ja! Cool. Hundekrieger Wei oder Rai. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Ja, ist so ein Mann. Wir sind, was ist denn mit ihm? Die Art, wie Fusihime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Flohsäcke können irgendwie helfen? Ja, und Leute, bestimmt dem einen oder anderen fällt es bestimmt schon auf. Weil der Hund hier hatte so eine komische Kugel um den Hals und auch so einen kleinen Schal oder sowas. Und haben wir sowas nicht schon mal bei einem anderen Hund gesehen? Haben wir sowas nicht schon mal bei 2 anderen Hunden gesehen? Tja, Leute. Ist auch voll cool, aber selbst wenn man sich das jetzt nicht gemerkt hätte, man wird irgendwann darauf hingewiesen. So, kann ich jetzt eigentlich den Bambus hier kaputtballern? Schön die Ernte versauen? Nee, zu krasser Bambus. Bum, bum, bum. So, okay. Dann soll der Sucher uns mal weiterführen. Hier, Susano ist auch ein Hund. Nein, ist er nicht. Leider nicht. Da kann echt kaum was falsch machen. So, Leute, freut euch, dass alles wieder okay ist hier?
Ah, weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesen Monstern aufgefressen. Achso, okay. Hat die so einen komischen Bambuseimer auf dem Kopf. Ja, ja, okay, Windmühle muss ich drehen. Macht sie doch. So, oh, was haben wir denn hier? Guck mal, warum weint sie denn? Ist sie hier traurig, weil die so eine eklige, fluchte Zone ist? Hallo, Blumenmädchen. Hallo, kleines Hündchen. Weißt du, dieses Blumenbeet war einmal sehr hübsch. Es war voller Blumen, die alle durch das Wasser des Springbrunnens gedeihen. Aber dann hörte der Wind auf zu wehen. Das Wasser trocknete aus und jetzt? Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Oh. Okay, dann helfen wir ihr mal. Ich glaube nicht, dass sie da was anderes da sagt. Dann wird das hier schon wieso wissen. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Hund. Okay, was sagst du denn nochmal? Guck doch nochmal nach. Die Blumen hier waren so schön, aber jetzt sieht es aus, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Okay, lass uns mal hier ein bisschen unsere Göttlichkeit priesen lassen. Wow. Und da haben wir den nächsten Hund. Sehr schön. Und ich mache mir jetzt den Magen voll. Ich kann den Hals nicht voll genug kriegen, Leute. Versteht ihr? Deswegen. So, dann gibt es aber tatsächlich bloß noch einen dritten Magen und mehr nicht. Zack. Oh. Jupp, es gibt bloß noch einen dritten Magen bei 350. Ist aber, glaube ich, sogar nicht... Oder gibt es vier Mägen? Ich glaube, es gibt sogar vier. Holy shit. So, zwei reichen aber erstmal. Jetzt würde ich jetzt aber wirklich aber Tinte beim nächsten Mal. Mann. Das sage ich jedes Mal. Boah, du bist auch ein krasser Hund hier. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Hm, was ist das denn? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, die Stimme passt überhaupt nicht. Warum denkt diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Okay. Ich habe ja noch Fleisch. Die legendären Hundekrieger. Ist das auch irgendwas Japanisches? Gibt es wirklich eine Sage oder eine Geschichte, Legende etc., die sich um Hundekrieger dreht? Eigentlich kann man davon ausgehen, weil, wie gesagt, dieses Spiel ist ja voller japanischer Mythologie. Und deswegen das ist ja, würde mich aber interessieren, warum und weshalb. So. Okay? Ich bin satt. Danke, Mann. Wow. Der Hundekrieger Shin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du was gehört, Amy? Ja, du schwimmst voll über den Haufen gerannt. So, sind diese Typen noch zu fassen? So, Kleine, das Blumenfeld blühtet doch wieder. Krieg von dir Erfahrungspunkte? Ja, sie blühen, ja, die Blumen blühen wieder. Weißt du, ich habe ihnen jeden Tag Wasser. Ich werde sie auch weiterhin gießen, solange wie sie es brauchen. Gut. So, okay. Dann ist da schon wieder der Ausgang des Dorfes. Lasst mich weiter gucken. Was ist eigentlich hier drin? Hier kann ich jetzt auch mal alles zerschlitzen, wenn ich möchte. Erstmal gürm. Oh, endlich kann mal ein zweiter Magen gefüllt werden. Bams! Das kommt einem sonst immer so, ihr kennt das bestimmt, das kommt einem sonst immer so verschwenderisch vor. Wisst ihr, man kriegt die ganze Zeit Essen und bringt ja nichts, weil der Magen schon voll ist. Oh, hier sind Schweine. Schweine kriegen Grünfutter. Warte, dann kriegen sie halt Samen. Okay. Bim, bim, bum, bam. Die Schweine backen, ey. So, 6 Erfahrungspunkte. Ja, na, dauert ein bisschen, bis wir 200 haben. Ich weiß, aber könnt ihr nicht alle hier essen? Oh, Gaum! Nein, für die ganze Ware hier klauen. Die ganze Saat. So, wo sind jetzt hier noch Hunde? 5 Stück sollen hier in der Nähe sein. Toll, ich habe gerade mal 2. 2 gefunden. So, warte mal, das Ding geht aber irgendwo. Ich muss ja bloß echt dem Ding hier folgen. Also, wo es halt auch vor mir hin zeigt. Was sagt der jetzt schon? Sagt der jetzt schon, ich soll raus? Nee. Führt er mich jetzt schon nach draußen? Was, Nee, warte mal, wo führt er mich denn hin? Was, zu dem hier? Hier ist ein Hund? Was soll er? Willst du mich verarschen? Oh, du bist geschickt geworden, um einzukaufen, Welpe? Hund einkaufen. Wo ist hier ein Hund? Oh, guck mal hier. Der hat ja... Oh, endlose Gerechtigkeit. Das ist eine Waffe. Windrad. Souvenir mit der berühmten Windmühle im Dorf Kusa. Und goldener Staub. Cool, da muss ich mir alles holen. Ich sollte echt öfter bei Händlern gucken, wenn die immer so goldene Staub und sowas haben. Stimmt. Holt mir einmal so ein Ding hier, ne? So, alles klar. Und Goldstaub natürlich. Oh, der hat 2 Stück. Ich kann mir bei dem 2-mal Goldstaub holen. Ja, mach ich. So. Okay. Dann kann ich jetzt alle meine Waffen, die ich habe, aufrüsten. So. Einfach so. Obwohl ich vielleicht bei dem Innenspiegel vielleicht nochmal warten sollte. Warte, ich mach mal den. Und das andere hebe ich mir nochmal auf. So, Souvenir der berühmten Windmühle. Okay. Warum soll hier ein Hund sein? Wo führst du mich denn hin? Jetzt irgendwo nach unten? Ich will jetzt nicht in den Tod jumpen. Hier unten ist doch gar nichts. Ah, warte mal, vielleicht bei... Doch, hier unter uns ist ja der Lappen. Ihr wisst schon. Warte mal, hier fließt kein Wasser. Wo ist das Wasser? Ist der Brunnen irgendwie im Arsch? Ansehen.
Ah, ich verstehe, dieser Brunnen, der benutzt die Kraft des Windes, um das Wasser hochzupumpen. Zu schade, dass es momentan nicht funktioniert. Sieh nur, wie der Boden ausgetrocknet ist. Und ich wette, dass alles, was wir bräuchten, ein guter, starker Wind wäre, um das Wasser hochzubringen. Okay. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, der Part ist wieder vorbei. Für den heutigen Part ist erstmal Schluss. Also, ich glaube, ja, es führt mich jetzt, glaube ich, hier eher runter zu dem Typen da. Der wird hier irgendwo ein Hund sein. Was, füttern? Füttern? Wo? Oh, kleine Vögelchen. Ja, nochmal füttern. Das ist aber so blöd, dass man da mal vorbeirennt, ey. Das heißt vorbeirennen. Ich glaube, durch die verfluchte Zone waren ja einfach noch keine Tiere. Didi. So, nochmal 5 Punkte. Sehr schön. Okay. So. Ja, hier unten, hier klingelt es doch bestimmt gleich, oder? Ja, guck mal hier, hier macht es doch irgendwelche Anstalten. Okay, ja. Aber Leute, ich würde sagen, oh, komm, dann machen wir noch schnell. Komm mal ganz schnell hier. Ist schon klar. Jetzt ist da der Hund drin. Was so? Wie kann der denn in so einem Bambus drin schlafen? Was macht denn ein Hund hier? Oh, guck mal, er ist ganz fusselig und flauschig. Er wird auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du hast. Was jetzt schon wieder? Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Fresse, ey. Warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern? Leute, unser dritter Hund. Unser dritter Hundi. So. Jetzt müssen hier noch 2 Stück sein. Aber wir wissen gar nicht, wie viele es gibt. Ja. Yeah. So. 10 Erfahrungspunkte. Ich bin satt. Dankeschön. Hundekrieger. Chi. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Was ist so ein Ey? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Sind diese Typen noch zu fassen? Leute, seid bitte nicht sauer. Könnt ihr es fassen, dass der Part jetzt mal wirklich zu Ende ist? Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Finden hoffentlich die restlichen Hunde. Obwohl hier bloß noch 2 sind. Wo sind denn die anderen? Sofern es noch mehr gibt, Leute, ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao, ciao.